Jo Leute, was geht und willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Focus Clan Kanal. Heute bin ich hier wieder am Start mit Mo und Danny. Was geht, Jungs? Hallo! Was geht ab, Leute? Und ja, wir haben ja vor ein paar Tagen, Wochen haben wir schon ein Format aufgenommen, Errate den Fußballer als Frau. Das kam sehr gut bei euch an, deswegen machen wir heute ein ähnliches Format, Errate den Fußballer als Opa. Ich habe da nicht ganz so gut abgeschnitten. Mal gucken, ob ich das heute ändern kann. Okay, das Ganze läuft auf jeden Fall so ab, man muss buzzern, sobald man den Spieler erkannt hat. Und wenn man den Spieler falsch sagt, dann kriegt man diesmal wieder Minuspunkte, damit man nicht einfach immer direkt buzzert und irgendwas sagt, ohne Konsequenzen zu haben. Also wenn man reinscheißt, dann hat man hier am Ende halt Minuspunkte. Okay, ich glaube, so werden die. Hakimi. Was? Hast du geschrieben? Ja, hä? Das ist mein X und das sind fertig. Also ich hab auf Achso, da steht bei mir einfach 13:21. De Bruyne, oder? Nee. Oh mein Gott! Wen dachtest du denn, Mo? Ich weiß nicht, ich dachte... Er wollte einfach was sagen, er wusste gar nicht. Oder ich halt, mach mal zurück. Das Trick hat mich voll gefreut, weil es rot war. Ich wollte so auf ganz trocken. Ich dachte, das wäre Lothar Matthäus. Scheiße. Ach, das ist auch easy. Boah, Danny gewinnt heute mit 100-0. Mario Götze. Ah, gutes Leben. Ey. Mach nochmal zurück, bitte. Victor Dortmund-Fan, ne? Delikt. Nice. Also man kann dich schon gut erkennen eigentlich. Das ist viel einfacher als sie halt eine Frau waren, finde ich. Ich habe halt jetzt nur eine andere Haarfarbe und so, aber vom Gesicht her sehr ähnlich. Ja, ich, oder? Diesmal? Alaba. Hey. Nicht zu null. Steigerung zum letzten Mal. Wäre geil, wenn jetzt wieder Minuspunkt geholt hätte, das einfach. War ich oder Mo? Ich weiß es nicht. Du siehst ja ganz immer. Ey! Sorry, Bro. Hi, Lukaku. Wieder Danny? Oh mein Gott. Das ist doch Style, oder? Er sagt Style. Ja, das ist auf jeden Fall Kane. Nimmt man mit. Mo, auf geht's! Jo, hey, also Firmino. Auf, Alter! Ehre. Er cheatet. Das erkennt man. Also, das erkennt man schon an. Ach du Scheiße. Was? Sakül ist gerade am Spitzen, er weiß nicht, was ist. Doch, diesmal kenne ich ihn sogar auch. Scheiße, ey. Ja, Mo ist aber, oder? Wer ist dran? Wer? Achso, N'Golo. Ich feiere die aber als Opis, ja? Können meine Freunde bald werden. Wer ist das? Nice! Modric. Boah, der sieht aber. Das war wie ist der schwerste von denen. Findest du? Ich fand De Bruyne mit am schwersten. Modric steht eigentlich. Ja, De Bruyne war auch so. Der ist auch ein bisschen. Ja. Komm, ich setz aus die letzten zwei, dann könnt ihr noch so Kampf unter euch machen. Auf entspannt. Abgehoben. Lol. Wer ist der Erste gewesen? Oh, Alter. Thomas Müller. Ey, bei mir bin ich immer vor dem, ne? Oh, was? Sieht man auch. Dann ja alles. Hä? Scheiße. Ja, dann sind wir durch ein. Ist das nicht Casemiro? Ich erkenn's. Ach du Scheiße. Und wir haben Minuspunkte bekommen, damit hat's ja cool auf jeden Fall. Helmut, bist du ja bei 0 Punkten. Ich bin wieder auf 0, glaube ich. Ich fühle mit dir, ich kenne das zu. Boah, der ist echt nicht einfach. Also Casemiro okay, wenn man weiß. Also Dani Alves ich aber auch. Ich wäre nicht drauf gekommen. Wenn ich jetzt Dani Alves sage, habt ihr direkt gesehen? Nein. Also ich habe direkt gedacht, dass Casemiro ist, weil du Dani Alves gesagt hast, habe ich gedacht, okay, könnte er auch sein. Ja, der war nice, ja. Der war nice.
Okay, das war's halt von diesem Video. Auf jeden Fall diesmal deutlich einfacher, die Spieler zu raten als letztes Mal beim Frauen. War aber trotzdem ein cooles Format und ja, es gab ja trotzdem auch einen falschen Tipp hier auf jeden Fall. Deswegen hat Bock gemacht. Wenn ihr noch weitere Ideen habt, was man mit dem Fußballer machen kann und wie man die erraten kann, hatten wir nicht sogar auch Kindheitsfotos mal und all solche Sachen? Ja, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ist immer ein nices Format und wir sind raus, oder? Jo, tschüss. Haut rein. Ciao.